Mein Name ist Thomas Geisler. Ich bin Ausbilder bei Bitzer in Schkeuditz und bilde dort die Industriemechaniker aus. Der Beruf des Industriemechanikers ist sehr vielseitig. Auf der einen Seite beherrscht man die ganze komplette Montagetechnik. Das heißt, ich kann Einzelteile zu kompletten Baugruppen zusammenfügen. Das lernt man schon in der Ausbildung. Genauso wie die Einzelteile herstellen. Die Arbeit geht morgens 6.30 Uhr los. Dort nehmen wir die Auszubildenden im Empfang. Dann starten wir in den Arbeitstag. Jeder Auszubildende bekommt von uns eine technische Zeichnung. Wir weisen die Auszubildenden ein in ihre täglichen Aufgaben und dann betreuen wir die Auszubildenden, während sie ihre Arbeit ausführen. Bitzer ist ausgezeichnet worden, schon mehrfach. Wir konnten bereits 4-mal einen IHK-Besten stellen und da sind wir sehr stolz drauf. Also man sagt ja immer, die heutige Jugend ist faul, die haben alle keine Lust, sind unmotiviert. Aber unsere Auszubildenden sind so überhaupt nicht. Also außerhalb von meinem Beruf, ja, da fahre ich gerne Motorrad. Ich gehe gerne wandern, weil man nimmt so die ganzen Eindrücke der Natur wahr. Und in der Natur, da besinnt man sich auf seine Ursprünglichkeit und genießt dort eine gewisse Einfachheit. Das ist für mich Lebensgefühl pur. Also ich muss sagen, ich bin bei Bitzer sehr zufrieden. Ich habe das bis zum heutigen Tag nicht bereut, dass ich in der Firma angefangen habe. An Bitzer schätze ich besonders das soziale Engagement der Firma Bitzer. Die tun viel für ihre Mitarbeiter. Das gefällt mir gut. Dort ist man keine Nummer. Dort ist man wirklich der Mensch, der man ist.